Willkommen zurück. Wir befinden uns im Arbeitsblatt Grenzwerte von Folgen und im Fenster Folge ohne Grenzwert. Was du bereits wissen solltest, ist, was ein Grenzwert ist. Und wir werden uns jetzt eine Folge anschauen, die keinen Grenzwert hat. Unsere Folge hat als n-tes Glied minus 1 hoch n. Somit ist das erste Glied minus 1 hoch 1, das ist minus 1. Das zweite ist minus 1 hoch 2, das ist plus 1. Dann haben wir minus 1 hoch 3, das ist wieder minus 1. Dann haben wir minus 1 hoch 4, das ist 1 und so weiter. Wir haben abwechselnd 1 und minus 1, abhängig davon, ob n gerade oder ungerade ist. Wenn ich das zeichnen möchte, dann bekomme ich folgendes Bild. Für 1 haben wir das Folgenglied minus 1, für 2 plus 1, minus 1, plus 1, minus 1 und so weiter. Und ich behaupte jetzt, dass diese Folge keinen Grenzwert hat. Jetzt musst du mir das natürlich nicht glauben. Du könntest zum Beispiel sagen, naja, aber was ist mit der Zahl 1? Ich glaube, dass 1 ein Grenzwert ist. Und wenn ich dich jetzt überzeugen möchte, dann muss ich imstande sein, ein positives Epsilon zu finden, sodass unendlich viele Folgenglieder außerhalb der Epsilon-Umgebung von 1 liegen. Die Frage war, wieso ist 1 kein Grenzwert? Nehmen wir mal Epsilon gleich 0,5. Was ist die Epsilon-Umgebung von 1? Naja, die Epsilon-Umgebung von 1 ist ein offenes Intervall. Und zwar ist der linke Endpunkt 1 minus 0,5. Das wäre 0,5. Und der rechte Endpunkt ist 1,5. Das hier ist die Epsilon-Umgebung. Umgebung von 1. Wie schaut das in meinem Bild aus? Hier ist 0,5, hier ist 1,5 und wenn ich möchte, dass ein Folgenglied in der Epsilon-Umgebung von 1 liegt, dann möchte ich, dass es in diesem Streifen hier liegt. Aber es gibt natürlich unendlich viele Folgenglieder, die außerhalb liegen. Weil für jedes noch so große n kann ich eine größere natürliche Zahl finden, die ungerade ist. Und für ein ungerades n ist mein Folgenglied gleich minus 1. Und minus 1 liegt nicht in unserer Epsilon-Umgebung. Unendlich viele Folgenglieder liegen außerhalb der Epsilon-Umgebung. Allerdings ist die Zahl 1 als auch die Zahl minus 1 eine spezielle Zahl für diese Folge. 1 und minus 1 sind sogenannte Häufungspunkte. Und das bedeutet, dass für jedes Epsilon größer 0 unendlich viele Folgenglieder in der Epsilon-Umgebung
von 1 bzw. von minus 1 liegen.